Ich glaube, ich spreche zuerst mit ihm. Ah, der Lebende. Wie viele Zombies gehören zu deinem Komitee? Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Oh, wie schade. Warum steckst du in diesem Büßerbalken? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das? Nein, nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Oh, bestimmt der hier vorne. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Oh. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Okay, vielleicht müssen wir das irgendwie so wieder hinbekommen, dass die beiden sich verstehen bzw. sich aus dem Weg gehen. Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja, vielen Dank auch. Dann sprechen wir mal mit Gulliver. Wie heißt er eigentlich? Achso, das ist der Anführer, das ist Gulliver. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Irgendwie scheint dein Körper nicht so recht das zu machen, was du von ihm willst, oder? Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Ach so, holt der sich immer andere Körper? Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Okay. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Geht dir das Geheule der Wasserleiche nicht auf die Nerven? Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein.
Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Oh, Leute, ich glaube, wir werden hier einiges zu tun bekommen, wenn wir ihm nämlich den richtigen Körper besorgen sollen und noch die Sache mit dem Paladin klären und für die Wasserleiche auch irgendwas machen, was sie an ihren Verflossenen erinnert. Dann werden wir uns hier lange aufhalten. Ich schau mal gerade. Ich glaube, gelbe Farbe, das hatten wir aber eigentlich alles schon, oder? Außer vielleicht die Farbe. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Okay. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Okay, wir haben ein bisschen Farbe, den Kleber, den Faden und Lederfetzen. Okay. So, dann schauen wir uns jetzt auch mal hier draußen um. Rote Steine. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Leben da hinten Indianer? Betritt das Tipi, yo! Wie cool. So, jetzt möchte ich mir, Moment, eben die Pilze anschauen und dann gleich unbedingt diesen tollen Kopf hier. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Einfach mal mitnehmen. Irgendwann können wir sie schon gebrauchen. Gehe in Richtung Orklager. Achso, wir haben da die Orks, da die Indianer. Und hier den Paladin. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Ja, nicht viel. Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelviecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Wie schön. Ja, klar. Ja, natürlich doch. Doofer Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey! Kein Herumgetuschel da. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Okay, wer ist das? Prinz Eisenherz in Blond? Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Ah, ist das wieder so für die Schnellreise, sag ich mal? Schauen wir uns doch mal eben an. Ja, okay. Da ist ein böser Drache. Hier ist ein See. Das ist die Gruft. Schaut mal, warum sind denn da Herzchen hinten? Hier sind die Indianer. Das kann ich gerade nicht zuordnen. Und da ist der Tod in der Mine. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum zur Hölle das eigentlich hier alles pink ist. Er sieht gerade nicht her. Mag der einfach nur pink oder ist der vielleicht... Ach du Scheiße. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. Ach so, ich dachte, das wäre eine Perücke. Im Krieg. Nee, ich habe mich gerade gefragt, mag der einfach nur pink sehr gerne oder ist der vielleicht ein bisschen schwul und das hier soll das Klischee mal wieder bedienen? Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Ach, warum? Wenn er pink mag? Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Okay, kennst du gute Paladin-Witze? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher.
Du weißt schon, welche Kleidung Männer normalerweise tragen? Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Ja, dann? Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Ja, ich meine, wenn er es mag, warum steckt der Kopf dort auf der Lanze? Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Ich habe mit dem Zombie gesprochen, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Was spuckt er denn immer? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... Muss der immer spucken, wenn der Zombie jagt? Guck mich etwas an. Okay. Ich muss los. Männerkram machen. Haha. Hat das wohl irgendwas zu bedeuten, dass der bei dem Wort Zombie immer spucken muss? Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Oh Mann. Okay, so. Reisetruhe hatten wir schon. Dann würde ich einfach mal sagen, ich drücke kurz die Hotspot-Anzeige und schaue mir noch den feuchten Boden an. Ach, weil er da hingespuckt hat. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Okay, aber das bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal erst zu den Orks. Oh. Oho. Aber hier ist niemand, wie es aussieht. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Jetzt, wo er sagt, er hat recht. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Aha. Ja, wir haben ja nichts, womit wir die Presse benutzen können. Funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Okay, weiße Pilze? Nee, ich glaube nicht. Gelbe Farbe, Klebstoff? Nee, auch nicht. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Können wir mitnehmen? Ja, Leute, ich glaube, das wird echt sowas wie in der Stadt und beim Wuppermann, dass man hier immer wieder hin und her muss und einige Sachen erstmal erledigen muss, bis es hier weitergeht. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Okay, dann... Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Ah, schön, Blümchen pflücken. Toll, jetzt habe ich blaue Finger. Ah, das wird aber bestimmt später auch noch wichtig sein, dass die so abfärben. Können wir da rein? Nee, oder? Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es. Oh, da kommt jemand. Was glaubst du, was du da tust? Wurm.
Was ist das denn nochmal für eine Stimme? Kennt man auch. Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rockgor, Häuptling der Blutsensen-Orks. Ich würde jetzt spontan sagen, das ist die deutsche Synchronstimme von Michael Madsen aus Kill Bill und was weiß ich. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Ich will Wilbur wieder haben. Ich will Wilbur zurückhaben, auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt dir einen neuen. Nein, ich will Wilbur. Aber ich bin für ihn verantwortlich. Kein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Okay, also müssen wir beim Wettbewerb mitmachen und auch noch gewinnen. Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Aber ich bin verdammt gefährlich. Ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus, aber manchmal sind die unscheinbaren Menschen die gefährlichsten. Du hast recht. Tatsächlich? Du siehst nicht gefährlich aus. Aber wenn ich einen Krieger finde, dann kann der für mich am Wettkampf teilnehmen. Warum müsst ihr Orks immer Ärger machen? Ich bin vom Umweltamt und habe einige Fragen zu diesem Müllhaufen. Nee, erstmal das hier. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Okay. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen. Öffnen Sie bitte das Tor, ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Ja, klar. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die Unsinnigste. Ja, echt. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat in Feindesland. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderer steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach, was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Aber sicher. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Okay, ich habe jetzt gerade überlegt, oder ist das doch die deutsche Synchronstimme von John Travolta? Oder teilen sich die beiden die, also Michael Madsen und John Travolta? Ich weiß es nicht. Ich werde auch nicht danach googeln, einfach weil ich nicht möchte, dass ich irgendwie gespoilert werde, was die anderen Stimmen angeht, wer noch so dabei ist. Ich möchte es immer gerne selbst rausfinden. Wenn ihr mir das schreibt, dann finde ich das super, aber gesucht. Selber nachschauen werde ich nicht. Den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue, bla bla bla, ist doch immer dasselbe. Aha. Okay, Bogen Papier. Okay, benutze die Presse. Ja, die Blumen vielleicht. Nee, schaut mal, das geht nicht. Pompon ergibt keinen Sinn. Farbe, Klebstoff, das alles auch nicht. Habe ich denn jetzt hier alles? Ja, okay, bis auf die Presse. Damit können wir dann später noch was machen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Tippi. Ich bin gespannt, wer uns hier erwartet.
wartet. Ich hatte jetzt eigentlich mit einem Indianer gerechnet, aber okay. Ein hässlicher Federschmuck. Ah, sehr schön. Auf keinen Fall. Ich setze mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Okay. Erstmal umschauen, bevor wir den Bullen dort ansprechen. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Heißt das jetzt ja? Ja, sehr gut. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja gut, aber das können wir bestimmt irgendwie flicken. Wir haben ja hier schließlich den Lederfetzen. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Nehmen wir auch mit. Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stell mal kurz vor dich hin. Okay. Danke. Sehr schön. Oh Mann, unser Inventar füllt sich und ich habe noch keine Ahnung, was wir mit dem ganzen Kram machen sollen. Ein Mörser samt Stößel in echter Männergröße. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier tun. Okay. Die Truhe. Kuhschminke. Oh, ich möchte gerne Kuhschminke haben. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Ja, vielleicht können wir sie ja mitnehmen. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Aber der Paladin... Schwarze Tusche. Wie kann ich mitnehmen? Vielleicht möchte der Paladin sich schminken, wobei schwarze Tusche wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, der wäre eher ein Freund von Pink. So, dann würde ich sagen, sprechen wir den mal an. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt.